willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Meisterschaftsspiel in Bremen. Wer vor der Saison auf dieses Spiel geguckt hätte, hätte sicherlich die Rollen etwas vertauscht gesehen. Der eine oder andere meint ja, wir würden jetzt als Favorit zu Werder fahren. Ich denke, der Trainer wird das nicht so sehen, wie er das Spiel insgesamt einschätzt und wie auch vor allen Dingen die Personalsituation aussieht. Bitte, André. Danke, Matthias. Ein herzliches Willkommen auch von mir. Kann ich ja sofort deine ersten Worte gleich aufgreifen. Heute habe ich irgendwo eine Statistik gesehen, dass Werder Bremen auf Platz 2 der ewigen Bundesliga-Tabelle steht, was die Punkte angeht. Ich glaube, 100.243 Punkte zu 16. Um es überspitzt zu sagen, klar, etablierter Verein und viele Jahre in der Bundesliga, Traditionsverein, der sicherlich gerade keine gute Phase durchmacht, aber ja, mit sehr viel Tradition eben verbunden ist. Für uns ist das ein, und nicht nur für uns, sondern auch für Bremen, ein absolut richtungsweisendes Spiel. Ich denke, allen ist klar, Bremen muss gegen uns unbedingt gewinnen, ja, um den Anschluss herzustellen, um nicht den Abstand zu uns insbesondere auch zu vergrößern. Und darin liegt für uns eine große Chance, genau diesen Abstand auf 9 Punkte auszubauen. Und das wäre sicherlich überragend, wenn wir dort am Wochenende das vollbringen können. Deswegen, wir wollen das Spiel gewinnen, wir müssen nicht, Bremen muss. Und wir wollen es unbedingt gewinnen, damit wir diesen Abstand eben vergrößern können. Bremen zu Hause mit einem Heimsieg, 2 Remis. Viele Tore sind in den Spielen in Bremen bisher nicht gefallen. 4-6 Tore zu Hause. Das heißt, es wird sicherlich auch ein Geduldsspiel sein. Bremen wird offensiv agieren, haben sie auch schon angekündigt, durch einige Spieler zumindest, die die Marschroute vorgeben, wie sie gegen uns spielen. Ich denke, wir werden gut vorbereitet sein und versuchen, unsere Mittel einzubringen, um selbst zum Erfolg zu kommen. Wenn man insgesamt so die Situation betrachtet und auch so nach dieser ereignisreichen Woche, nach dem Dortmund-Spiel, in dem im Grunde unsere überragende Leistung viel zu kurz kam, weil der Fokus auf andere Sachen gerichtet war, kann man festhalten, dass wir 16 Punkte nach 12 Spieltagen haben. Fürth hatte diese Anzahl der Punkte nach 30 Spieltagen und Braunschweig nach 23. Ja, und das ist sicherlich wirklich außergewöhnlich und ich betone es Woche für Woche immer wieder. Das ist einfach sensationell, was die Jungs leisten. Ja, auch wenn es dann, wie ich gehört habe, in der Halbzeit auf den Tribünen zu ernsthaften Kritiken der Taktikauslegung kommt. Okay, dann da stelle ich mir natürlich schon die Frage, wenn das jetzt die erste ernsthafte Kritik war, das heißt, es würde ja schon wochenlang leicht kritisiert. Okay, nehme ich dann mal so hin, aber lasse ich auch irgendwie gar nicht so an mich heran. Ich wollte es nur mal darstellen, dass wir einfach mal klar bleiben müssen, ja, auch was wir berichten, in welcher Art und Weise wir berichten und inwieweit wir vielleicht auch mal bei der einen oder anderen Personalentscheidung nicht das goldene Händchen haben. Das soll es ja auch geben. Ansonsten, denke ich, machen wir vieles richtig. Die Jungs machen das insbesondere alles hervorragend und entsprechend werden wir bis auf Jens Wemmer, Tobi Bertels und auch Uwe Hünemeyer ohne die drei nach Bremen fahren und versuchen, dort das Spiel zu gewinnen. Ja, Jens hat bisher auch noch nicht am Mannschaftstraining teilgenommen. Sie haben das Programm gesteigert, aber klar, es reicht noch nicht. Es ist noch nicht so, dass sie hundertprozentig mit der Mannschaft trainieren können. Und von daher können und werden sie auch nicht zur Verfügung stehen. Genauso wie bei Uwe Hünemeyer, der noch einen leichten Magen-Darm-Virus-Infekt sich eingefangen hat, aber im Grunde insbesondere noch an den Nachwirkungen der Gehirnerschütterung leidet. Und wir dort auch einfach kein Risiko eingehen können. Auch Uwe, so wichtig er für uns ist, muss hundertprozentig fit sein. Er hat vor dem Dortmund-Spiel schon knapp 2 Wochen nicht trainiert und diese Woche auch nicht. Und dafür haben wir eben doch andere Spieler und andere gute Optionen, die diese Position ausfüllen. Und denen werden wir auch das Vertrauen schenken. Das habe ich den Jungs auch gesagt. In unserer Analyse nach dem Spiel, wenn man bedenkt, dass ein Spanier und ein Franzose die rechte Seite bekleiden zum ersten Mal, dann kann man sich auch vorstellen, dass das vielleicht nicht ganz so einfach ist.
Das lag aber nicht nur daran, dass die Abstimmung zwischen den beiden nicht gepasst hat, sondern auch einfach daran, dass Dortmund eine Weltklasse-Mannschaft ist. Ja, und Dom ist Nationalspieler und er hat das auch einfach clever gemacht. Und da sind wir gerade zu Beginn nicht gut mit klargekommen. Und das in erster Linie über diese Seite, keine Frage. Aber deswegen gab es da keinen großen Vorwurf von meiner Seite an die Jungs. Das ist normal, wenn ich viele Wochen auch nicht spiele oder noch gar nicht gespielt habe, dass ich da auch erstmal ein Gefühl für das Spiel bekommen muss. Rafa hat in der Mitte dann deutlich sicherer gespielt, keine Frage, weil er eben natürlich auch von Hause aus dieser Position kommt. Und deswegen kann ich heute auch sagen, er wird auf jeden Fall auch in Bremen von Beginn an spielen. Er hat gestern das erste Mal mit der Mannschaft trainiert und wir trainieren ja heute Nachmittag noch. Dann wissen wir mehr, ob da die Problematik noch da ist. Er hat ja auch dann einige Tage nicht trainiert, auch am Ende der letzten Woche wenig oder eingeschränkt. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit, zumindest bis Samstag, um dann zu sehen, ob es auch reicht mitzufahren, beziehungsweise ob er so hergestellt ist, dass er auch spielen kann. Naja, ein bisschen mitgenommen ist vielleicht ein bisschen untertrieben. Eigentlich sollten wir das Thema abhaken, weil auch genug darüber berichtet wurde. Ja, Berichterstattung möchte ich nicht bewerten. Ja, jeder hat seinen Blickwinkel, aber wir wissen natürlich alle, warum das dann auch so zustande kommt. Es gab ja ähnliche Fouls auch in der zweiten Liga, die deutlich schlimmer waren. Da wurde kein Pieps nachgekräht oder wie man sagt. Von daher fanden wir das einfach nicht korrekt, ja, bei aller Emotionalität. Und das natürlich tragisch ist, dass Marco sich da verletzt hat, wiederholt verletzt hat, aber weder Marvin noch wir können was dafür, dass es wiederholt passiert ist, ja, weil wir für die ersten Verletzungen nicht verantwortlich sind. Und auch in dieser Szene, ja, wird ja dann Marvin als Brutalo-Treter und so hergestellt, also oder dargestellt. Er hat im gesamten Spiel 2 Fouls gemacht, ja, und Marco Reus wurde auch nur 2-mal gefoult. Und dieses Foul, da ist der Ball ganz klar mit dabei, da kann mir auch jeder andere erzählen, was er will. Er spielt den Ball und trifft ihn leider zu hoch und rutscht total unglücklich in ihn hinein. Ja, und auch die Reaktion von Marco an Marvin hat ja gezeigt, dass er das genauso gesehen hat. Ja, und dass man dann aus so einer Geschichte so ein Überding macht, da wissen wir doch auch, da geht es ja nur darum, weil es Marco Reus ist. Ja, und das ist tragisch für den Jungen und das tut uns auch allen leid, wie gesagt, aber das gehört eben auch leider zum Fußball dazu. Deswegen muss ich aber trotzdem einen Spieler oder einen Menschen, ja, wie Marvin, ja, nicht so in der Hetzjagd aussetzen. Das sage ich ganz klar. Und das ist für mich, und ich bin Hannoveraner und ich bin auch eng, ja, mit anderen Themen verbunden, die in der Vergangenheit passiert sind, was Druck auch angeht, da habe ich mich schon echt schlecht gefühlt. Weil man kann nicht erwarten, dass jeder Spieler so mental stark ist, dass er mit tausendfachen Beleidigungen, ob von der Öffentlichkeit oder auch von den Medien, so gut mit umgeht. Ich finde das ziemlich blöd. Und es zeigt mir, dass viele es einfach nicht kapiert haben. Ja klar, wir haben ja permanent mit ihm auch gesprochen und haben auch innerhalb der Mannschaft mit ihm gesprochen. Er hat auch zahlreiche Unterstützung erfahren, ganz klar. Und deswegen ist das Thema jetzt auch damit abgehakt für uns und wir konzentrieren uns komplett auf Bremen. Ja, das Foul spielt innerhalb der Mannschaft keine Rolle mehr und das sollte auch nach außen hin jetzt gut sein. Ja, ich erwarte ein sehr intensives Spiel. Bremen, wie ich schon gesagt habe, möchte natürlich unbedingt dieses Spiel gewinnen. Sie müssen dieses Spiel gewinnen, auch wenn sie es vielleicht anders darstellen werden. Wir werden kompakt verteidigen müssen, wir werden im Ballbesitz etwas besser sein müssen als im letzten Spiel, insbesondere in der ersten Halbzeit. Ja, und dann werden wir unsere Waffen ins Spiel einbringen, um dort erfolgreich zu sein. Aber das wird ein enges Spiel sein, keine Frage. Und letztendlich nachher sich die Mannschaft durchsetzen, die das mehr will. Unser Ziel ist es immer, zu Null zu spielen. Ja, aber ich denke, die anderen Mannschaften mit deren Qualitäten, die sie haben, das ist auch nicht immer ganz so leicht, alles zu verteidigen. Und wir wissen ja alle, dass wir auch offensiv ausgerichtet sind und 18 Tore sind, glaube ich, der 5. beste Wert in der gesamten Liga. Ja, das ist auch nicht so schlecht. Also
konzentrieren wir uns darauf, mutig nach vorne zu spielen, trotzdem kompakt zu verteidigen und wenn es geht, auch zu Null zu spielen. Keine Frage.